Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Heute haben wir Kyle endlich bei uns. Der hat sich letztes Mal uns angeschlossen. Auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass er und ich uns wahrscheinlich schlecht verstehen. Und ich will einfach mal testweise in einen der Baue hier rein. Einfach um zu gucken, was für Eier man hier sammeln kann. Aber wenn will ich einen seltenen Bau nehmen. Ich guck gerade. Gammelt hier irgendwo ein seltener Bau? Also die Richtung stimmt ja eh. So, nur den 1-Bau gibt es ja auch noch hier neue Eier. Ne, momentan sehe ich keinen seltenen Bau hier in der Nähe. Und ich sammle eh alles ein, was auf dem Weg liegt. Hm, da oben könnte man noch hin. Da ist ein 1-Bau. Oh, das ist nicht mal ein Gebiet. Das ist also die Kiste von Klaucher. Brauchen wir wahrscheinlich nicht. I'm the hunter here. Let me do my job. Hey, who put you in charge? Simmer down. I know what it is. It's easy to get angry when you're hungry. Honestly. Am I wrong? Sarge! Lecker. So, wer begrüßt uns? Hier, Lakiakrus! Hallo, Lakiakrus! Orgo! So, er kommt offenbar mit Elektrizität klar. Er ist eine besondere Katze. Ich finde ihn so richtig cool. Okay, Lagiakrus, du willst Stress, den kannst du haben. Ich tippe mal auf Angriff. Ich wechsle dich mal aus, ne? Feuer müsste eigentlich richtig stark gegen sein. Das Problem ist, die haben beide einen Elektroschwachpunkt. Ich nutze mal Dave. Das ist mein dicken, fetten Elefanten. Und hoff einfach mal aufs Beste. Einmal deine Schneerüstung. Damit kannst du gar nicht falsch liegen. Ich streiche dich auch dafür. Oh, er ist ein Krafttyp. Ich lag richtig. Er kämpft mit Kraft. Ja, dann bringt mir ja nur Yannick was. Das Problem ist, beide sind Elektro. Seine Attacken werden null nützen. Das ist wunderbar, ne? Wenn die Attacken einfach nichts nützen werden. So, ich kann einfach durchziehen. Ich bin gespannt, ob sie Mega-Fähigkeiten Keil hat. Zack. Es ist so schade, dass die nicht für mich mit aufdecken können. Jetzt bringst du mir nichts. Jetzt darf Dave ran. Ich heil dich mal, ne? Oh, er kämpft mir jetzt mit Geschwindigkeit. Dave war die falsche Wahl.
Autsch. Gut, dass ich dich geheilt habe. Yannick, darfst doch weiterkämpfen. Bis der einzige Sinn macht in diesem Kampf. Ich muss jetzt auf Technikangriffe gehen. Ah, weiter Hieb! Das hat gesessen. Ja, ich wollte jetzt auch auf die Kraftangriffe gehen. Vom Gletscherfall. Ich weiß halt nicht mehr, welcher Typus war bei ihm stark beim Lagierkuss. Ich meine halt wirklich, entweder war es Feuer oder Eis. Mal erstmal Parabellschuss. Der wird eh aufgehalten. Was ich auf jeden Fall gebrauchen kann, ist Gift. Ich habe den Lagierkuss im Übrigen bei Rise vermisst, ne? Weil die Kämpfe gegen den Lagierkuss sind eigentlich immer richtig spannend. So, ich will einfach sehen, was der Angriff von Kyle ist. Meteorregen, dann zeig ich mal. Richtig cool. Ich glaube, damit habe ich meinen Thumbnail gefunden. So, jetzt kann ich wieder auf 3 machen. Und ich wechsle jetzt auch auf den Hammer. Auf den fleischigen Stoß. Könntest du bitte irgendwas machen, was nützlich ist? Der elektrifiziert sich. Also der hat halt auch so eine Ladung. So, habe ich jetzt einen dritten Teil, den ich angreifen kann? Ja, auf den Rücken. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ihn genau jetzt Technikangriffe nutzt. Das Problem ist, Dave ist mit einem Hieb tot, also Holy Horn, raus mit dir. Zeig ihm dein heiliges Horn. Das war nicht Peppers gemeint, bevor sich hier irgendwer beschwert. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt auf Technikangriffe geht. Ja, ich habe richtig geraten. Zack. So, dann ziehe ich jetzt erstmal mit dem Doppelschwung durch. Dann habe ich nämlich die Liste abgehakt. Der ist ja nicht mal zornesverstrahlt, ne? Aua. Meine Donnerverteidigung ist gesunken. Genau das, was ich nicht gebrauchen kann. So, alle Mann auf den Rücken! Zack! Oh, der hält ja nicht viel aus. Hoffentlich kriege ich noch einen Schuss auf den Rücken hin. Mal anvisieren. Ich krieg noch einen Schuss hin. Er liegt am Boden. Jetzt ist die Zeit reinzutreten. Gegen welche Waffen ist er denn allgemein schwach? Beim Schwert gegen den Hammer und beim Körper gegen das Schwert. Eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Aber hey. Ich mach erstmal den Schweif kaputt. Der will auch nochmal Gift draufpacken. So, bitte greif den Schweif an.
Der Nagakuga war heftiger. In solch einer Geschichte. Warte. So, du bist wieder Kraft. Mal jetzt erstmal den Rücken endgültig kaputt. Jetzt ist den Rücken. Den Schweif. Jetzt kann ich aufs Schwert gehen. Kai, du tust dir einen Gefallen, wenn du mit Geschwindigkeitsangriffen angreifst. Ich hoffe, ich sehe auch noch den Combo-Angriff. Ja, wir können den Combo-Angriff einmal sehen. Let's go! Zeit für einen Combo-Angriff. Das Bild macht nur keinen Sinn. Richtig cool. Das nennt man Teamwork. Okay, jetzt haben wir das auch gesehen. Haben wir es abgehakt. Der Doppelreißzahn. Aber der funktioniert bei mir nicht. Es ist wütend. Jetzt geht's auf Technikangriffe. Ne, auf Geschwindigkeit. Entschuldigung. Ach, der Teil ist jetzt eh gebrochen. Jetzt bringt das auch nichts mehr. Bist du am Sabbern? Du bist am Sabbern. Guten Appetit. Ach stimmt. Bist ja keiner, der gerade so rumläuft. Aber ich hätte schon gerne einen Lagiakus. Ich vergaß, der ist gerade Geschwindigkeit. Aua. Wir machen jetzt mal was ganz Lustiges. Ich setze jetzt eine Fallgrube und da rennst du rein. Einverstanden? Der wollte da nicht reinrennen. Okay. Das Schwert bringt hier am meisten. Gleich ist der Edentechniker. Jetzt fall doch endlich um! Mach den tödlichen Hornstoß und dann setz ich noch einen drauf. Hättest ruhig Pulver nehmen können. Orgo braucht Hilfe! Hoffentlich überlebt er das. Ja, der Hund macht hier die meisten Level-Ups. Ich bin einfach aus meinem Team außer dem Hund sehr viel höher als Kyle. Ich bin overleveled. Orgo? Sarge, you okay? Yeah, I'm alive. You were positively claudacious, partner. Sarge! Der braucht Hilfe. We must tend to his wounds. May I? Okay, we'll go on ahead. I'm not going to insist you see things the way we do. The situation's far worse than it seems. And it's possible that monsters are connected to the pits. Say what? It's your choice whether to believe it or not. Oh. I'm a hunter. It's all I know. Everything about you people is confusing to me. I can see that.
Ich halte mich da mal raus. Kinship with monsters. How do you control them? It's not about control. Monsters help riders of their own will. And the bonds between monsters and riders are just like your bond with Tsukino. Everyone brings something to the table in the partnership between monsters and riders. This is no different. It's not only us suffering under these strange occurrences. Monsters are too. Nur er war ja blind. We're not your enemies. Sondern was auch immer diese Krater verursacht. Boah, ich will jetzt aber wissen, wie es Orko geht. Orko! Genau, jetzt ist mein Erkundungstrupp zurück. Die habe ich vor den Folgen losgeschickt. You're not eating your donut. Nee. I've got this nagging feeling I'm forgetting something important. Naviru, about that power you have. Könnte er sie im Kampf einsetzen? Huh? Ah, you mean this? It seemed like Orko was surprised by it too. Yeah. Ich war ja auch das erste Mal überrascht. Venturing out into the big wide world. You want to hear about my past? It's a long story. Of course, I'd love to hear about it. I was a stray, without a place to call home. Naviru. I ended up in a brawl. Sarge turned up and tried to intervene. I know what it is. It's easy to get angry when you're hungry, he said. That only infuriated them. We took a pretty good licking, and we were a sorry sight afterwards. You impressed me in that fight. That was some positively claudacious stuff. He seemed so strong, and he always protected me. That's why I call him Sarge. We had a dream. We promised to travel the world together. But things happened, and we went our separate ways. Our promise went unfulfilled. Oh. I got experimented on. I lost my memory, but I gained this power. I can't imagine. At least you got to see your old friend. Experimente? Yeah, and he didn't even get mad at me for breaking our promise. That's positively claudacious. Yeah, positively claudacious. Wait, how'd that go again? Is something the matter? Well, we had this catchphrase, but I can't remember the rest of it. Okay. The resident felines witnessed something in the garden. Please hurry. What did they see? I couldn't catch it amid all the uproar. Let's get on the scene. Bin ich jetzt da instant? Nein. Den Nebelblütengartening schaue ich mir beim nächsten Mal an. Ja, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen, ein Like, einen Kommentar, was euch beliebt ist. Und alles davon hilft mir, also sage ich gegen alles nicht nein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!